Hey Leute, hier ist Anne und herzlich willkommen zu meinem Close a Child Online Shopping Haul. Ja, ich habe noch nie einen Haul auf diesem Kanal gemacht, also schauen wir mal, was das heute wird. Wie in meinem letzten Video erwähnt, beschäftige ich mich ja gerade ein bisschen mal mit J-Fashion und habe bei Close a Child ein paar Secondhand-Sachen bestellt. Allerdings weiß ich gar nicht, ob Haul das richtige Wort für dieses Video ist, weil ich 4 von diesen 5 Kleidungsstücken auch schon relativ viel anhatte. Und ich glaube, ein Haul ist eigentlich so, dass man die Dinge ganz frisch auspackt oder so. Aber ihr seid hier, um zu sehen, was ich mir so gekauft habe. Und deswegen fangen wir direkt an mit Kleidungsstück Nummer 1. Das ist dieses Kleid von der Marke And Another Angelus. Ich bin selbst überrascht, dass ich dieses Kleid gekauft habe, denn eigentlich hatte ich vor, ein bisschen mehr Richtung Fairy Kay mir Sachen zu kaufen. Aber irgendwie hat das so gar nicht funktioniert und es kam halt unter anderem dieses Kleid raus, was eher so ein bisschen Modikay ist, falls es jemandem was sagt. So Gardencore. Ich finde den Style aber tatsächlich sehr cool. Es hat hier oben nochmal so Rüchen dran und hinten so eine wunderschöne Schleife. Das sind sehr coole Details, die ich echt sehr mag. Und vor allen Dingen finde ich, man kann es super gut kombinieren mit verschiedenen Sachen, um es so ein bisschen down oder up zu dressen. Ich habe es zum Beispiel schon mal mit einem T-Shirt getragen. Das hat so ein bisschen Farbkontrast reingebracht, aber ja, macht das Ganze ein bisschen lässiger, ein bisschen alltagstauglicher. Ich habe es aber auch schon mit Kleidungsstück Nummer 2 kombiniert. Und das ist diese Axe Femme Bluse. Wer Axe Femme kennt, weiß, sie sind immer ein bisschen schnörkeliger, rüchiger drauf. Und ich wollte unbedingt irgendwie ein, zwei Blusen in diesem Stil haben. Das ist tatsächlich ein bisschen mehr, als ich gedacht habe, was ich mir kaufen werde. Gerade mit diesem Stitching hier, was ja schon irgendwie sehr, ja, Cutie Cringe ist, so La Vie est belle, so mit Französisch und so. Das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber insgesamt fand ich die Bluse mit den Knöpfen und allem echt einfach so schön, dass ich gesagt habe, okay, die muss auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, die habe ich mit dem ersten Kleid von Another Angelus kombiniert. Die habe ich aber auch schon getragen, einfach mit einem Rock oder so. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich habe die auch schon unter so einem Latzhosen-Jeans-Rock-Style-mäßigen Kleid angehabt. Das fand ich auch ganz interessant, weil es einfach so ein Mix an Stilen ist, die nicht so zusammenpassen, aber zusammen halt wieder irgendwie super casual aussehen. Weil das mit dem Another Angelus-Kleid zusammen ist schon hardcore, super cute, gardencore, kawaii, wow. Und wenn man das ein bisschen runterdressen will, geht es mit der Bluse auch echt gut. Und wo wir gerade bei Blusen sind, machen wir direkt weiter damit. Ich habe mir noch so eine dunkle Bluse gekauft, die ist auch von Axe Femme. Die hat ein bisschen weiteren Ausschnitt als die andere und ist halt ein bisschen dezenter, einfach auch, weil sie dunkel ist. Ich finde, da fällt dieses Rüschige mal gar nicht so direkt auf. Bei der habe ich noch nicht ganz so viele Kombinationsmöglichkeiten gefunden wie mit der anderen. Also ich hatte die auch einfach schon mal so zu einem Rock oder ich glaube auch sogar mit einer Hose zusammen an. Das geht alles echt gut, aber ich habe noch kein Kleid gefunden, was ich jetzt da drüber anziehen würde. Mit den Blusen war so mein Anreiz, dass ich einfach ein bisschen was kaufen wollte, was mal was anderes ist als ein T-Shirt, weil ich super viele T-Shirts trage und ich wollte irgendwas haben, was ein bisschen mehr, ja, den oberen Körper interessanter macht und was man vielleicht auch unter Pullis oder so anziehen kann. Da bin ich mal gespannt. Das werde ich noch ausprobieren, ob man das im Winter gut kombinieren kann. Und dann kommen wir schon zu Kleidungsstück Nummer 4. Das ist mein persönlicher absoluter Favorit von diesem Kauf und das ist dieses Milk-Kleid und ich glaube, ich habe Milk super, super lieben gelernt. Also alles, was ihr auch in meinem letzten Video auf meiner Wishlist gesehen habt, sind fast nur Milk-Sachen gewesen. Also ich glaube, ich habe da eine Marke gefunden, die mich persönlich sehr anspricht. Aber ja, dieses Kleid habe ich gesehen und dachte mir sofort, wenn das von den Maßen her passt, ich muss es haben. Es ist ein Einhornkleid, also hier sind so Einhörner drauf und es ist einfach so vielseitig. Ich finde auch cool, dass es eher so ein Button-Up-Style hier hat und dadurch ein bisschen ja eher casual ist, aber man es halt auch super hübsch machen kann. Also ich hatte das auch schon zum Essen gehen an. Ich habe das Risiko auf mich genommen, dass ich es dreckig mache, ja. Man kann auch das super gut kombinieren, aber auch mit Casual-Sachen. So ein bisschen Gardencore habe ich da auch mit so einer kurzen braunen Jacke und so braunen Schuhen zusammen reinbekommen. Der einzige Nachteil von diesem Kleid ist, dass es ein bisschen durchsichtig werden kann, weil dieser Stoff nicht so dick ist und es kein Unterkleid oder so hat.
Da muss ich mir auch noch schauen, dass ich ein paar Sachen finde, die man so unter den Rock dann anziehen kann, damit man sich nicht ganz so exposed manchmal fühlt. Bisher ging das immer, ich habe einfach dann so ein weißes langes Top drunter gezogen oder so. Das war okay, aber es ist noch nicht so 100% das, womit ich mich in jeder Lage wohlfühle. Aber dieses Kleid, die Farben, ich liebe es einfach so sehr. Es ist halt einfach so ganz dezent. Und dann komme ich schon zum letzten Kleidungsstück. Das ist dieses Milkkleid mit so Space-Katzen, Weltraummäßig. Es ist, ich liebe diesen Print einfach so sehr. Als ich den Print gesehen habe, ich war so, das muss ich haben. Dieser Space-Style hat mich total angesprochen. Allerdings habe ich dieses Kleid noch nicht getragen, weil ich mir nicht sicher bin, wie ich es kombinieren soll. Also auch wie es sitzt und so, das ist noch ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll und wie ich daraus was Cooles mache. Wenn ihr Ideen dazu habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare, weil ich bin ein bisschen lost mit diesem Style. Ich bin sehr verliebt in es, deswegen ich will auf jeden Fall irgendwie was finden, wie man das cool kombinieren kann. Ich weiß auch nicht, was man mit diesen Laschen hier vorne am besten macht. Also ob die einfach dann da so hängen oder ob man da irgendwie noch mehr draus machen sollte oder so. Also das ist noch schwierig. Das war ein echter Kauf, wo ich dachte, okay, das ist out of my comfort zone. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist das Thema Waschen, weil mich das ein bisschen überfordert hat und ich ein bisschen, ja, nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und zwar steht in allen Kleidungsstücken eigentlich drin, dass man die nicht in die Waschmaschine packen soll, auch kein Handwaschgang, eigentlich nur chemische Reinigung bzw. Dry Cleaning oder sowas. Also theoretisch müsste man sie dann jedes Mal in die Reinigung bringen und ich fand das ein bisschen Overkill. Deswegen war ich einfach mal so kühn und habe sie in die Waschmaschine gepackt. Ich habe das Ganze im Handwaschprogramm gemacht, ohne Schleudern und jeweils das Kleidungsstück einzeln auch in so einen Wäschesack gepackt, damit sie sich gegenseitig auch nicht irgendwie kaputt machen oder sowas. Und ich habe auch natürlich die dunkle Bluse nicht mit den hellen Sachen gewaschen, sondern wirklich super drauf geachtet, wie ich das Ganze wasche an der Stelle. Und ja, es hat funktioniert. Sie sind nicht irgendwie kaputt gegangen. Sie haben für mich keinen größeren, ja, irgendwie Schaden oder sonst was genommen. Sie sehen immer noch so aus wie vorher. Und eine Sache wollte ich auch noch ansprechen. Ich habe bei meiner Bestellung nicht so ganz drauf geachtet, welchen Zustand, also welche Condition die Kleider bei Close a Child hatten. Sondern ich habe eher nach Größe und was gefällt mir geguckt. Deswegen habe ich das im letzten Video auch nochmal explizit dazu gesagt. Aber ich habe das nicht so 100% selber beachtet. Und als dieses Kleid kam, habe ich es erstmal nicht gemerkt. Ich war so voll happy und dachte mir so, ja, voll nice. Und dann habe ich gesehen, oh, das hat hinten so auf Po-Höhe einen relativ unschönen Fleck gehabt. Ein normaler Waschgang hat nichts gebracht. Und dann habe ich es in so Oxy-Power-Zeugs einfach mal, ja, ich glaube so 5-6 Stunden eingeweicht und dann nochmal ausgespült und auch nochmal ganz vorsichtig gewaschen. Und das alles Gelbe von dem Fleck ist rausgegangen. Es ist jetzt noch ein ganz, ganz leichter blauer Schimmer in der Mitte von dem Fleck. Ich finde, der fällt aber aufgrund der Blautöne in dem Print gar nicht mehr so auf und ist für mich jetzt in Ordnung. Ich weiß, dass das Kleid für die Verhältnisse, was es ist, glaube ich, super günstig war. Deswegen hätte ich da eigentlich suspicious werden müssen, aber bin ich nicht, habe ich gekauft, aber wie gesagt, auch das ging raus. Also da muss man sich mal ein bisschen einlesen, was man da so machen kann. Und ich habe es einfach mal riskiert, weil ich mir dachte, so wie es war, hätte ich es nicht getragen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich es halt noch mehr ruiniere. Und so ist es jetzt wieder tragbar, wenn ich denn herausfinde, wie ich es kombiniere. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wer von euch eigentlich an dem Thema J-Fashion auch so ein bisschen mehr Interesse hat oder vielleicht früher auch mal super da drin war, jetzt nicht mehr so ganz. Das würde mich auch interessieren, was da so die Gründe sind. Und wie gesagt, lasst mir Ideen für dieses Milkkleid da, wenn ihr welche habt. Und für alle, die jetzt auch Lust bekommen haben, solche Kleider zu shoppen oder ein bisschen danach zu stöbern, habe ich hier mal meinen Shopping Guide für den Close a Child Online Shop verlinkt und hier nochmal, ja, das Video vom Harajuku Fashion Walk. Das ist zwar jetzt schon 5 Jahre alt oder so, aber das verlinke ich mal auch. Dann könnt ihr mal sehen, wie cringe meine J-Fashion-Sachen angefangen haben und warum ich vielleicht auch so lange nichts damit mehr gemacht habe, weil ich echt nicht gut war, was Outfits anging. As always, much appreciation für alle, die zugeschaut haben und bis zum nächsten Video.